Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Endlich mal wieder ein neuer Beitrag. Leider verlangt die Corona-Lage mir und meiner Familie so einiges ab, so dass leider kaum Zeit für dieses Hobby bleibt. Bevor wir also zum Thema kommen, wünsche ich euch allen von Herzen viel Kraft, Gelassenheit und Liebe, um diese finstere Zeit unbeschadet zu überstehen. Somit sind wir dann auch schon beim Protagonisten dieses Berichtes. Es geht um den 46. US-Präsident Joseph Joe Robinette Biden Jr. Wie in meinem Porträt zu seinem Amtsvorgänger auch, möchte ich mich einmal im Detail mit Joe auseinandersetzen. Immerhin hat es ja den Anschein, dass wir es hier mit dem Hoffnungsträger der westlichen Welt zu tun haben. Ich frage mich, wo bleibt nur der berittene Bote, der ihm den Friedensnobelpreis überbringt? Immerhin war er ja bereits unter der Friedenspräsidentschaft vom guten Barack Obama Vizepräsident. Geboren am 20.11.42, somit hat er bereits das stolze Alter von 78 Jahren erreicht. Dies macht ihn zum bisher ältesten US-Präsidenten. Sein direkter Amtsvorgänger Trump war auch nur 4 Jahre jünger. Die Amerikaner scheinen eine Vorliebe für, sagen wir mal, sehr erfahrenes Führungspersonal zu haben. Zumindest im politischen Sektor. Sein Vater Joseph Joe Robinette Biden Senior und seine Mutter Catherine Eugenia Jean Fingerin schenken nicht nur ihm, sondern auch noch 2 Brüdern und einer Schwester das Leben. Die Familie Biden hat römisch-katholische als auch irisch-amerikanische Wurzeln. Als Biden 10 Jahre alt war, siedelte seine Sippe nach Delaware um. Hier wuchs er dann in Newcastle County auf. Im Jahre 1961 schloss er die Ashmere Academy ab, eine römisch-katholische Privatschule. Das Studium der Geschichte und Politikwissenschaft absolvierte er dann 1965 an der University of Delaware in New York. Den Doctor of Law erarbeitete er sich dann im Jahre 1968 am College of Law der Syracuse University. Ab 1969 verdingte sich Biden dann als Rechtsanwalt. Eine Lehrtätigkeit für Verfassungsrecht an der Wyden University School of Law führte er ab 1991 aus. Bis hierhin erst einmal genug zu seiner Ausbildung und seinem beruflichen Werdegang. Widmen wir uns seinem Privatleben und den damit reichlich verbundenen Schicksalsschlägen. Das erste Mal ehelichte Biden am 27.08.1966 seine College-Liebe Nelia Hunter. Dem Paar waren 3 Kinder vergönnt. Joseph Robinette, genannt Benoît, Robert Hunter und Naomi Christina. Man könnte den aktuellen Präsidenten durchaus bemitleiden. Am 18.12.72 schlug das Schicksal zum ersten, aber nicht zum letzten Mal zu. Seine Frau Nelia und seine Tochter Naomi kamen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Die beiden Söhne Joseph und Robert überlebten diese Tragödie schwer verletzt. Mit dieser Tragödie begann dann aber auch seine politische Karriere. Den Amtseid für den US-Senat legte er am Januar 1973 am Krankenbett seiner Söhne ab. Wenige Wochen vorher war er mit 29 Jahren zum Senator für Delaware gewählt worden. Anmerkung meinerseits: Ich finde es merkwürdig, den Amtseid am Krankenbett seiner schwer verletzten Kinder abzulegen. Für mich ist das Fishing for Sympathy, also das Abgreifen von Mitleid. Wie seht ihr das? Lasst mich eure Meinung gerne hierzu in den Kommentaren wissen. Weiter im Text. Jede Trauer muss auch mal ein Ende finden. Am 17. Juni 1977 heiratete Joe Jill Tracy Jacobs. Aus dieser Verbindung ging Tochter Ashley hervor. Das Schicksal holte ein weiteres Mal aus, als sein Sohn Joseph im Jahre 2015 an den Folgen eines Hirntumors verstarb. Josephs Witwe Hayley Biden konnte ihre Trauer glücklicherweise auch abschütteln. Sie ist derweil mit Hunter Biden liiert. Wie heißt es doch so schön? Blut ist dicker wie Wasser. Dies waren also einige biografische Fakten. Nun widmen wir uns Joes politischer Karriere. Die ersten Knospen seiner politischen Aktivität sprossen dann in den Jahren 1968-69. Die Kanzleien, für die er tätig war, wurden von Lokalpolitikern geführt.
Seinerzeit ließ der demokratische Gouverneur Charles L. Terry die Nationalgarde nach Rassismusunruhen in Wilmington patrouillieren. Biden wird nicht müde zu betonen, dass dies der Auslöser für seine Politisierung gewesen sei. In der Bürgerrechtsbewegung selbst war er allerdings nicht aktiv. Er war damals auch Befürworter dieses Vorgehens. Doch dazu kommen wir später noch. Seinen ersten kleinen politischen Erfolg verbuchte er dann 1970. Er wurde in den Rat von Newcastle County gewählt. Von 1973 bis 2009 vertrat er Delaware im Senat der Vereinigten Staaten. 2009 dann zog er als Nummer 2 ins Weiße Haus ein. Im Senat selbst setzte er sich unter anderem für das Bahnunternehmen Amtrak ein, für die US Air Force Base Dover, als auch für die Belange der Hühnerverarbeitungsindustrie. Lange Jahre war er auch Mitglied im Gesetzgebungsausschuss, als auch im Komitee für Auswärtige Beziehungen. Hier hatte er auch den Vorsitz inne. Als Außenpolitiker konnte er sich unter anderem im Kosovo-Krieg profilieren. Den Kampf gegen den Terror hat er sich natürlich auch auf die Fahne geschrieben. Nach 9/11 2001 befürwortete er den Einsatz von Bodentruppen in Afghanistan. Auch er stimmte für den Irakkrieg. Saddam Hussein sollte büßen. Heutzutage bereut er diese Entscheidung, wundert mich aber auch nicht. Zeigt mir ein Politiker, der nach dem Leak der gefälschten Beweise der Meinung ist, der Einsatz im Irak sei eine gute Sache gewesen. Er wollte bereits 1988 und 2008 das höchste Amt erringen. Die Parteistrategen der Demokraten wussten, dass Bidens Erfahrung in der Außenpolitik und sein Ruf unter weißen Arbeitern Obama dabei helfen würde, weitere Stimmen einzusammeln. Als Vizepräsident hielt er sich meistens zurück und unterstützte seinen Chef mit Rat und Tat. So gilt er zum Beispiel als Strippenzieher, wenn es um die Anhebung der Schuldengrenze geht. Dieser Buchhaltertrick hat die Vereinigten Staaten davor bewahrt, bankrott erklären zu müssen. Auch als Streiter für die Rechte der Frauen und der Homosexuellen hat er sich hervorgetan. Sich im eigenen Land mit solchen Themen zu beschäftigen, während man auswärts in den Krieg zieht, ist strategisch gesehen gar keine so dumme Idee. Als Obama 2012 erneut ins Oval Office einzog, blieb er seiner Position als Nummer 2 im Staate treu. Interessant ist, was aus dem Slogan der ersten Wahlkampagne Yes We Can geworden ist. We can now proudly say what you've heard me say the last 6 months. Osama bin Laden is dead and General Motors is alive. So. Bin Laden is dead and General Motors is alive. Das ist kein Scherz. Im Rahmen dieser Recherche hörte ich von diesem Slogan auch das erste Mal. Dagegen nimmt sich America First ja noch geradezu harmlos aus, möchte ich meinen. Wie beim Fall von Saddam Hussein auch, sprach sich Biden für eine militärische Intervention im Syrien-Konflikt aus. Er war der Meinung, Bashar al-Assad könnte sein Volk nicht mehr regieren. Da Obamas Amtszeit 2016 zu Ende ging, wurde er bereits als Nachfolger gehandelt. Er selbst gab aber zuerst an, nicht als Nachfolger für das Präsidentenamt zur Verfügung zu stellen. Nach dem Tod seines Sohnes Joseph änderte er seine Meinung allerdings. Er zog dann mit der allseits beliebten Hillary Clinton in den Wahlkampf. Dabei sprach er Trump die Befähigung ab, das Amt des Präsidenten auszuüben. Im Rahmen eines so prall gefüllten Politikerlebens hat er auch die ein oder andere Auszeichnung erhalten. Darunter auch vom scheidenden Präsidenten Obama am 12.01.17 die sogenannte Presidential Medal of Freedom with Distinction. Dies ist die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Bis auf ein kleines Detail möchte ich den sicherlich kräftezehrenden Wahlkampf überspringen, möchte aber darauf hinweisen, dass Biden zu seiner Zeit im Senat Ruf als exzellenter Redner hatte. Hingegen im Wahlkampf war er oft nicht in der Lage, seine Wortbeiträge strukturiert zu Ende zu bringen. Ich denke, das ist denn der Preis, den man zahlt, wenn man sich in dem Alter einem so kraftzehrenden Wahlkampf aussetzt. Und wer hätte es gedacht, auch seine weiße Weste ist nicht so weiß, wie sie auf dem ersten Blick erscheint.
Er steht unter anderem dafür in der Kritik, gerne andere Menschen ungefragt körperlich sehr nahe zu kommen. Hier lasse ich euch einfach mal einige Aufnahmen laufen. Bildet euch auch gerne eure eigene Meinung. Den Link zum Video blende ich ein, so könnt ihr auch das gesprochene Wort nachvollziehen. Anmerkung meinerseits. Wenn man noch etwas mehr auf die Suche geht, lassen sich im Netz noch wesentlich härtere Vorwürfe gegen Biden finden. Da ich diese nicht selbst geprüft habe, blende ich euch den Link dazu ein und es steht euch natürlich frei, euch selbst von Pro und Contra zu überzeugen. Falls gewünscht, können wir den Artikel ja gerne mal zusammen im Detail durcharbeiten. Ein ausdrücklicher Dank geht an einen der treuesten interessierten Zuseher. Da ich nicht weiß, ob du explizit mit einer Namensnennung einverstanden bist, werde ich dies unterlassen. Ich denke aber, wir beide sind uns einig, dass es wichtig ist, den Kurs beizubehalten. Doch auch indirekte Rassismusvorwürfe stehen gegen Biden im Raum. Diese kommen von keiner geringeren als von Kamala Harris, seiner jetzigen Vizepräsidentin, die das Amt seit dem 20.01.2021 bekleidet. Sie ist im wahrsten Sinne die erste Frau, die sich dieses Amt wortwörtlich erkämpft hat. Im Wahlkampf waren sie und Biden noch erbitterte Kontrahenten. Sie warf ihm unter anderem vor, in den 1970er Jahren mit Befürwortern der Rassentrennung zusammengearbeitet zu haben, um afroamerikanischen Kindern die Gleichstellung im Schulsystem zu erschweren. Ihr erinnert euch an die ersten zarten Knospen seiner politischen Arbeit? Auch als Kämpfer für das Recht der einfachen Arbeiter geriert er sich gerne. So sagt er von sich selbst, der gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der Geschichte der USA zu sein. Schöne Worte, nicht wahr? Doch wie heißt es, an den Taten sollt er sie erkennen. In einem Kommentar des Guardian wird darauf aufmerksam gemacht, dass Joe niemals ein politisches Risiko für die Working Class eingegangen ist. Er sei immer nur dann zur Stelle gewesen, wenn sich daraus politisches Kapital habe schlagen lassen. So ließ sich unser Held der Arbeiter unter anderem von einer Kanzlei sponsern bzw. dessen Gründer, die massiv gegen die Gewerkschaften arbeitet. Biden blockierte immer wieder Reformen für Arbeitnehmerrechte. Er befürwortete nahezu alle großen Freihandelsabkommen, darunter auch NAFTA. Dies hätte dann zur Folge gehabt, dass noch mehr Industriearbeitsplätze unter anderem nach Mexiko verlagert worden wären. Hier sind dann auch die Löhne der Arbeiter um einiges günstiger. Ich komme nicht umhin anzufügen, dass Trump ein Gegner dieser Abkommen war. Mal sehen, ob es unter Biden neu aufgelegt wird. In seiner Zeit im Senat in den 80er und 90er Jahren war er auch maßgeblich daran beteiligt, Gesetze im Kampf gegen Drogen und Kriminalität zu verschärfen. Unter eben diesen Gesetzen leidete dann die Black Community. Für Vergehen mit Crystal Meth gab es höhere Strafen, die Strafen für Vergehen mit Kokain hingegen wurden abgemildert. Da Crystal Meth günstiger zu haben ist als Kokain, traf dies dann die eher arme Bevölkerung. Zum Ende dieses Berichts möchte ich noch auf eines von Bidens größten Wahlversprechen eingehen. Dazu lassen wir am besten seine Pressesprecherin das Wort ergreifen. About the border, the DHS secretary is reportedly looking to finish some gaps in the southern border. How does that fit with President Biden's day one executive order to stop border wall construction? Well, wall construction remains paused to the extent permitted by law. So some has already been funded through congressional authorization and funding allocation. But as agencies develop for a plan, it's paused while agencies are developing a plan for the president on the management of the federal funds. When the administration took office, as you referenced, funds had been diverted from congressionally appropriated military construction projects and other appropriated purposes toward building the wall. And wall construction was being challenged in multiple lawsuits, for much of the wall, I should say, not all of it, by plaintiffs who allege serious environmental and safety issues. Under those circumstances, federal agencies are continuing to review wall contracts and develop a plan to submit to the president soon. It is paused. There is some limited construction that has been funded and allocated for, but it is otherwise paused. Der Reporter fragt, ob es stimmt, dass Lücken in der Südgrenze zu Mexiko geschlossen werden sollen und erkundigt sich, wie dies mit dem Präsidentenerlass von Biden übereinstimmt, den Bau der Mauer zu stoppen. Psaski gibt an, dass der Bau der Mauer bereits pausiert sei.
Einige Teile seien aber bereits finanziert. Es werde an einem Plan gearbeitet, den Bau der Mauer endgültig einzustellen. Biden selbst hat dem Radiosender NPR dazu Folgendes gesagt: Ende, Stopp, getan, vorbei. Wir werden es nicht tun. Wir ziehen uns aus den Prozessen zurück. Wir sind raus. Wir werden kein Land beschlagnahmen. Nachforschungen des Magazins Politico hingegen belegen, dass auch weiterhin entlang der Grenze Land enteignet wird. Auch die Gerichtsprozesse zur Enteignung, welche die Trump-Administration angestoßen hatte, wurden bis dato von der neuen Regierung weitergeführt. Was hingegen auf einen Stopp der Arbeiten hindeutet, ist eine Meldung vom 30.04.2021. Demnach hat die Biden-Administration alle Verträge für Bauarbeiten an der Mauer gekündigt. Diese Mittel sollen stattdessen in andere militärische Bauvorhaben gesteckt werden. Dieser Schachzug kommt natürlich allen Befürwortern der No-Border-Politik entgegen. Darf ich an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko aus der Operation Gatekeeper aus dem Jahre 1994 hervorgeht, welche von Bill Clinton zur Kontrolle und Eindämmung der Migrantenströme etabliert wurde? In meinem Beitrag Trumps Mauer der Schande M-Files 59 habe ich den Sachverhalt bereits im Detail dargelegt. Wenn ihr hier mehr wissen möchtet, lege ich euch diesen ans Herz. Also, das Land wird weiter enteignet, aber die Verträge für den Bau gekündigt. Bedeutet dies nun ein Ende dieses Langzeitprojektes zur Grenzsicherung? Oder ist es vielmehr ein Winkelzug, um die politischen Wogen zu glätten? Ich denke, für so ein Großprojekt wird es auch genug Firmen geben, die hier ihren Schnitt machen wollen. Das Land für den Bau hätte man ja bereits. Diesen Sachverhalt sollten wir genau im Auge behalten. Es ist auf jeden Fall ein guter Indikator, nehme ich an. Soweit, so Biden. Auch dieser Bericht ist nur ein kleiner Anriss. Die Skandale um die Ukraine, die Kriegstreiberei, die Eskapaden seines Sohnes und so weiter habe ich bewusst nicht angeschnitten. Das Themenfeld der Schattenseiten ist auch bei Joe Biden reichhaltig. Fragt euch selbst, um was geht es dem Wähler und um was dem Gewählten? Ich hoffe sehr, dass euch der Beitrag gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo zurück. Falls ihr möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, mich über Bitcoin und Ethereum zu unterstützen. Die Wallet-Adressen findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Dank ist euch in jedem Fall gewiss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.